Wir spielen ihn nochmal. Da haben wir noch ein Foto gehabt, genau. Wir usen mal Slot 3 dafür. Ach, dann kriegen wir gar nicht mehr, oder? Ja! Aber die Sachen. Aber Sachen Uhrzeit. Alter, wir haben so viel zu lesen hier. Jefferson. Mark Jefferson ist nicht nur der beste Fotograf in der Welt, er ist auch mein Lehrer. Er ist einer der Gründe, warum ich unbedingt nach Blackwell kommen wollte. Wie oft ist es schon möglich, dass du von einer deiner Inspirationsquellen unterrichtet wirst? Ich habe schon immer seinen Deko und Kopfstyle wirklich gemocht. Oh mein Gott, nein. Ja, wobei, wir haben es gesagt und müssen wir lesen, aber oh, das ist so viel, so viel, so viel. Oh, komm, wir haben angefangen. Still, Jefferson can be a bit condescending. He's pretty hip for age, but kinda aloof and sometimes pretentious. His smug smile when he's thinking he's right. Oh mein Gott. Das ist ein echt guter Künstler, muss man sagen. Er ist ziemlich hip für sein Alter. Er ist manchmal auch etwas streng. Er hat so ein verschmitztes Lächeln, wenn er denkt, dass er recht hat. Aber ich glaube, er bereitet uns gut darauf vor, wie tough es manchmal sein kann, ein Fulltime-Artist zu sein. Er tut so, als würde er wirklich verstehen, wie ich arbeite und meine Obsession von den alten Images. Er will wirklich, dass ich ein Foto für seinen Everyday Hero Contest beisteuere. Aber ich glaube nicht, dass ich da wirklich einen guten Job dabei machen kann. Der Gewinner darf nach San Francisco fliegen und die Blackwell Academy vertreten beim internationalen Tag der Fotografen. Aber ich glaube nicht, dass meine Arbeit gut genug ist, um dort zu gewinnen. Ja, und halt Jefferson dabei zu ehren. Okay. Na, aber ich weiß, ich lese das mal später weiter und mache dann daraus eine kleine Special-Folge, würde ich sagen. Oder zwei Special-Folgen. Aber auf jeden Fall, die Charaktere lese ich nur vor. Ich schätze mal, das hier wird, das wird niemals funktionieren, das zu lesen. Ja, ich glaube. Aber wann ging's denn los? Ja, also ab hier geht's dann los mit dem, was wir eh schon im Spiel. Also die ersten 8 Seiten können wir auch nochmal lesen. Und dann den Rest haben wir am Spiel. Okay, dann sehen wir uns dann nochmal in dem Special kleinen Völkchen wieder. Und dann war's das für Episode 1. Bis dann. Tschüss. So, hallo. Herzlich willkommen. Kate. Ich habe vergessen, ob ich Kate Marsh jemals lächeln oder lachen gesehen habe in den letzten paar Monaten. Sie ist wirklich süß und nett. Wo die anderen Schüler machen echt sehr viel Spaß über sie. Selbst wenn sie sich nicht so verhalten. Alle an Blackwell sind Seniors. Keine Highschool-Anfänger. Sie gibt viel Scheiß ab, muss man wirklich sagen. Sie ist involviert in viel. Also, sie organisiert sich in vielen religiösen Gruppen. Aber sie probiert nicht, mich zu überzeugen, zu glauben. Also, so, also interessiert es mich nicht wirklich. Sie ist ziemlich schüchtern und introvertiert. Manchmal scheint es so, als wäre sie in einem Zombie-Modus gefangen. Ich wünschte, ich könnte dir etwas helfen. Aber ich kann mir selbst kaum helfen. Ich frage mich, ob das ganze Bullying sie irgendwie runterzieht. Ich kann es aber verstehen, wenn es so wäre. Du
muss mich echt dazu überwinden, öfters mit dir zu reden und er und sie mal zu einem Tee oder so was einzuladen oder einen Film. Also sie ist auch fast erwachsen, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich R-rated Movies gucken würde. Victoria! Dann ist da noch Victoria Chase. Sie gehört zur Elite von Blackwell. Und ist eine totale Schlampe, ein totales Mistchen. Und ich hasse mich dafür, dass ich das jetzt sagen muss, aber. Ich weiß nicht, warum jemand, der schön und reich ist, so fucking arschlochisch sein muss. Sie ist 18 Jahre alt und mit mir hier im Kunstkurs. Sie tut viel, um ihr Drama zu bekommen. Sie macht halt sehr viel Späße über mich und halt Kate Marsh. Ich würde mir wünschen, dass mein Alan sie mal live sehen können. Dann ist sie auch noch in dem Vortex Club in. Und der scheint so, als würde dem Club die Schule gehören. Oder zumindest scheint so, weil die geben alle keinen wirklichen Shit darüber, was sie tun. Das Blöde ist nur, dass sie wirklich sich mit Kunst und Fotografie auskennt. Sie kann sogar all diese französischen Namens sagen, die mir die Zunge brechen würden. Ihre Arbeit ist etwas unterkühlt, aber sie hat echt ein gutes Auge. Sie hat ein Auge auf Mr. Jefferson geworfen. Ja, und das ist ein bisschen, was mich ein bisschen stört. Und sie probiert natürlich übelst krass, natürlich den Everyday Hero Contest zu gewinnen. Ha, natürlich. Hallo? Dann haben wir da noch die Neifen. Hallo Neifen. Genau da, wo ich dachte, dass Victoria Chase das Schlimmste ist, was der Welt passieren konnte, bekam ich es mit Neifen zu kommen, musst du es mit ihm aufnehmen. Er ist derjenige, der meine verrückten Zeitkontrollkräfte halt irgendwie heraufbeschworen hat, als er ein Mädchen im Bad erschossen hat. Er ist 19 und total durchgeknallt anscheinend. Ich glaube, ich habe ein bisschen was, ist ein bisschen Nathan reingespielt, dass ich die Zeit manipuliert habe. Aber wenn er mich erschießt, dann werde ich wohl die Zeit nicht mehr zurückziehen können. Ich muss echt vorsichtig sein mit ihm um mich herum. Ja, vor allem, weil er halt er in den hohen Kreisen spielt und seiner Familie das ganze Schulding hier gehört. Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Auf der einen Seite fühle ich mich nicht wirklich schlecht dafür, was Nathan betrifft, da sie nicht wirklich scheint, unter Kontrolle zu haben. Er scheint wirklich total doped up und halt unter Medikamenten zu stehen. Auf der anderen Seite ist er ein Arschloch. Und ein Fast-Killer. Eigentlich ein Killer, weil er hat sie umgebracht. Soll ich damit zur Polizei gehen? Was soll ich ihnen über meine Zeitkontrollkräfte erzählen? Soll ich überhaupt etwas sagen? Jetzt muss ich ein bisschen in der Schule aufpassen. David! Ich könnte fast meinen, dieses Security-Mensch ist hier das größte Arschloch mit in der Schule. Und das sagt schon viel aus. Er striezt die ganze Zeit Leute und bezichtigt sie Verbrechen oder dass sie eins vorhaben. Er hat mich heute in der Halle angehalten und wollte mich unter Arrest nehmen. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus der Armee geworfen wurde oder sowas ähnliches. So ist er natürlich an der Blackwell Academy geendet, als einfacher Wachmann. Aber mit ihm fühle ich mich nicht wirklich sicher oder bewacht auf dem Campus. Protoss Swagger ist irgend so ein Begriff bestimmt.
Er ist halt den ganzen Tag mit seiner Waffe unterwegs und sagt, hey, hallo, mit der Customer. Hier wird er ein gutes Foto für ein Autorizier abgeben. Ich fühle mich echt, für seine Familie fühle ich echt scheiße, denn muss echt beschissen sein, mit dem unter einem Dach zu leben. Der Direktor. Ich weiß nicht, woher der Direktor Wells kommt. Aber irgendwie wirkt er mir immer sehr verdächtig. Er hat sehr viel, also er hat auch. Muss man vorsichtig sein, was ich hier sage, weil er hat sehr viel Kraft über mein Stipendiat. Also ich werde immer sehr nervös um mich herum. Ich sehe ihn immer lachen mit anderen Lehrern oder Studenten. Also weiß ich, dass er ein Problem mit mir haben muss. Er wirkt immer etwas sehr gestresst. Evil had everything in Troublemakers. Ich rieche öfters Alkohol in seinem Adern. Könnte aber auch sein Eau de Cologne sein, oh. Richtig? Als ich das erste Mal bei ihm im Büro war, war er wirklich nett und hat mich fühlen lassen, als wäre ich wirklich bereit, hier an dieser Schule wirklich ein Mitglied zu werden. Er hofft, dass ich ein großer Fotograf werde. Oder irgendwann mal zurück nach Blackwell kommen. Ah ne, Fotograf werde und dann irgendwann zurückkommen und Blackwell einen Gefallen tun kann. Ich glaube, das ist ein sehr ziemliches Wunschdenken, was er da an den Tag legt. Mal gucken. Warren! Hallo Warren! Ich weiß, wenn ich Warren mein Telefon geben würde, er würde es für die Wissenschaft zerbomben. Er hat mich mal seinen USB-Stick für eine Woche leihen lassen. Er hat mir gesagt, ich soll unbedingt mal die ganzen TV-Shows und Filme gucken, die er drauf hat, weil das tonnenweise gutes Zeug ist. Zum Glück war es kein Porno, also waren es keine Porno-Filme. Also ich bin dabei Warren sehr danke. Er ist wirklich ein echter Freund und wir teilen sehr viele der gleichen Interessen. Er liebt Wissenschaften, aber er versteht wirklich die Kunst und schätzt die Fotografie hoch ein. Und er liebt meine Bilder. Und er ist immer sehr nett zu mir. Warren ist ein Geek, but aber lässt sich wirklich wissen, wo er eigentlich herkommt. Ich weiß nicht, warum er das eigentlich macht. Und warum er mich anlügt. Ich bin froh, dass ich zumindest einen wirklich guten Verbündeten in meinem Alter habe hier. Es sorgt immer dafür, dass ich lachen muss. Rachel! Wo ist Rachel Amber? Egal wie du dich fühlst gerade in der Welt, du wirst immer damit erinnert, mit diesen Missing Person Posters, dass sie verschwunden ist. Die sind literarisch überall an die Wand des Campus geklatscht. Ich wusste ihren Namen schon durch Osmosis, also wahrscheinlich durch ihr Klatschgespräch. Ich schätze, sie war ein beliebter Student hier und ist vor 6 Monaten verschwunden. Rachel hat ein wirklich gutes Bild auf ihrem Missing-Plakaten. Sie wirkt so schön wie ein Model. Natürlich habe ich mich gefragt, wer dieses Foto gemacht hat. Ist sie von zu Hause weggerannt? Ich hoffe doch sehr, dass es so ist. Für ihre Sicherheit. Ich fühle für echt, dass ihre Eltern müssen sehr deprimiert und halt traurig sein, dass sie weg ist. Egal, was hier im Blackwell ist, du kannst nicht der echten Welt entkommen. Und dann haben wir noch Chloe hier. Chloe Price. Was sagst du deiner besten Freundin nach 5 Jahren Stille?
Nachdem du herausgefunden hast, dass du ihr Leben im Badezimmer gerettet hast? Nichts. Ich fühle mich so schlecht dafür, dass ich niemals geschrieben oder mit dir geredet habe. Ich weiß nicht, wie es, glaube ich, seitdem ergangen ist. Auf der einen Seite sieht sie so, ist sie noch die gleiche wie früher, aber auch so anders. Sie scheint wirklich sehr alt geworden zu sein, obwohl sie nur ein Jahr älter ist als ich. Ich liebe ihre neuen blauen Haare und ihren Punk-Style. Es macht irgendwie Sinn, dass sie ein Rebell geworden ist. Irgendwie schaut sie wie ein Pirat aus. Ich weiß, dass sie sehr schlecht auf mich zu sprechen ist. Weil ihr Körper das aus, ihre Körpersprache das um. Aber ich bin froh, dass ich noch die alte Chloe in ihr sehen kann. Oder ist das die junge Chloe? Ich bin mir nicht sicher, was wirklich passiert ist, nachdem ihr Dad gestorben hat. Es war wirklich eine schlimme Zeit für sie und Joyce. Ich fühle mich etwas schuldig, dass ich froh war, wegzuziehen können. Weg von diesem ganzen Ärger. Der Trauer. Halt, irgendwas ist mit Nathan Prescott vorgefallen. Ich weiß nicht, was wirklich zwischen den beiden vorgefallen ist. Aber ich werde schon rausfinden, was dort geschehen ist. Das weiß ich. Was haben wir hier? Ach so, auch was man hier gefunden hat. Cool. Bilder. Oh, Entschuldigung. Hey. Ja, Mann, der hilft mir heute, close it. Es ist Zeit 8, können wir also lesen. Oh mein Gott. Juli, 10. Juli 2013. Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Wenn wir tanzen können, dann wäre das ein wirklicher Rave. Okay, Ja, ist egal, was jetzt nämlich passiert. Ich werde endlich in die Blackwell Academy aufgenommen. Es ist eine seltene und echt gute Privatschule für Seniors. Keine Kids, keine Kinder erlaubt. Ja, I was going to say sorry, thanks for playing. Aber ich dachte wirklich am Anfang, mein Gott, die wollen nur sagen, danke, dass du beworben hast, aber dass ich das alles gelesen habe, war mir klar, yay, ich bin dabei, ich bin drinne. Meine Mutter weinte immerhin. Mein Dad lachte. Es ist so komisch. Sie sind so glücklich und natürlich habe ich auch ein Stipendium bekommen. Sonst hätte ich mir die Blackwell nie leisten können. Aber das bedeutet dann wohl neue Klamotten und einen neuen Laptop. So. Wow. Entschuldigung. So. So, und das ist nun. Ich verlasse Seattle und gehe nach Arcadia. Ah, wisst ihr was? Hier. Lest das mal alles bitte selbst durch, weil das ist so viel jetzt. Es dauert dann nur. Und hier muss man echt ein bisschen mehr lesen, setzen. Da werden wir halt echt nicht fertig damit. Und ja, dann mal anhalten und pausieren. Leider dann schade für die Leute, die nicht so gut Englisch können, aber das jetzt noch alles übersetzen, das dauert Jahre. Ja, jetzt sind wir am 7. Oktober und dann haben wir es geschafft. Aber hier brauchen wir es echt nicht lesen, weil das ist nämlich das, was immer passiert. Naja, gut. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht, eine kleine Special-Folge. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also Episode 2 meine ich schon mit. Tschüss.